Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und ja, wir sind hier bei komischen Pilzen angekommen, die es nicht mögen, wenn wir in ihrer Nähe rumwirbeln, ja? Genau, dann machen sie nämlich so, aua, sowas hier und wir werden sogar noch vergiftet dabei. So. Ja. Weg mit euch. Das finde ich nicht nett. Ja. Na, denen auszuweichen ist echt nicht nett. Ups. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht runterfallen. Ich wollte erst gucken, was hier oben ist. Ach, hier ist unser Händlerfreund. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Ja, woher dachtest du da? Oh, er verkauft uns Hot Dogs. Ihr verkauft uns aber nichts Neues. Er würde uns die Zunderklinge verkaufen. Die haben wir allerdings schon. Oh. Der Ring ist nice. Der Ring ist definitiv nice. Der ist gekauft. Hier rüsten wir den mal aus. I am here to serve. Und dann gehen wir mal in den Verkaufsmodus. Das Ding können wir verkaufen. Und die beiden können wir verkaufen. Sonst haben wir nichts. Oh doch, hier. Trollpanzer. So. Ja, 27 dürfte passen. Kaufen wir uns mal zwei Schlüssel von ihm. Das Geld haben wir ja. Your transaction. Ja. Nein, ich will nicht mit euch in die Luft fliegen. Hatte ich eigentlich nicht vor. Okay, wir wurden nicht vergiftet. Hier ist wieder mal ein Safe Point. Den nehmen wir gerne an. Aber jetzt gucken wir erstmal in die Richtung. Genau das meinte ich nämlich. Diese Kugeln dürfen gegen eine viel höhere Kombo erzielen als mit dem Feuersäulen. Aber das probieren wir später dann mal aus bei irgendwelchen anderen Gegnern. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass wir hier genug Gegner zusammenkriegen für eine 1000er Kombo. So, jetzt gucken wir mal hier rüber. Hier ist definitiv was. So. Ich einfach mal wegrennen. Und ich habe nichts gesagt, was das Ableveln angeht. Wir sind ja schon wieder fast bei einem Level up. Geht gerade wirklich Hand in Hand. Schlag auf Schlag. So, Farbe. Wir haben jetzt aber auch immer kein Rezept mehr, was wir Farbe brauchen. Ich hoffe natürlich mal, dass wir bald mal ein Rezept für eine bessere Rüstung bekommen. Aber bis das soweit ist. Wieder so einer. Yeah, let's see. Ah, leave me alone! Picking on little ones, huh? You will most definitely regret meeting me. Yeah. Keep wary of the bubble clouds, Dust, or this battle will be over before it begins. Mm-hmm. Au. Ja, warum sind das jetzt auf einmal zwei von denen? Äh.
Na. Das finde ich nicht so gut. Nein. Na, lasst ihr mich da raus. Okay, Ausweichschritte gehen auch nicht. Au. Okay, erster Tod. Das macht das Ganze etwas einfacher. Okay, schlag zu. Nee. Ja genau, triff ihn, nicht mich. Jawohl. Und das war's mit dem. Und der rennt schon wieder weg. And there he goes again. You're welcome, kid. Ja. Come now, Dust. He's obviously terrified. Let's go find him and maybe get out of this raining death. Ja. Aus dieser Todesfeuer rauskommen wäre eine schöne Idee. Was haben wir jetzt? Ein Pitzdorf entdeckt? Schafe. Schlammingen. Okay, wir haben tatsächlich ein Dorf unter dem Dorf entdeckt. I didn't think those monsters were smart enough to build a fence. Das waren nicht die Monster. I'm certain they didn't. Let's hop on over. Ja. Schafe können wir nicht hauen. Ist auch besser so. There he is. Your father's done gonna have himself a heart attack after he hears about this. I'm sorry, Mama. Okay, er ist sogar noch ein Kind. Goodness, what would I do if you got yourself hurt? Ah, Mama, look! Those things must have followed me! How'd they jump my fence? Crafty vermin, those surface dwellers! Ja, toll. She does see that I can fly, right? I'll be sure to tell her, Fidget. I'm sure that'll clear things right up. Nein, glaube ich nicht. Back, back, you beast! I got this here spoon and I ain't afraid to use it. Ein Holzlöffel, nein, danke. We aren't here for trouble, ma'am. In fact, we just saved your son. Huh? What are they talking about, Popo? Well, they have been following me for a while. What? How far out did you go? I may just save the spoon for you. I'm sorry. We just came down from the surface to... Do I look like some country bumpkin to you? Of course you're from the surface. I think I'd remember seeing a talking, flying weasel cat thing down here. Weasel Katze. Okay, das war jetzt aber... I think we got off on the wrong foot here. My name is Dust, and this is Fidget. Some creatures attacked a village above these caves, and we're trying to figure out why. Attacked a surface village, you say? Well, if that don't beat all, we underground folk tend to keep to ourselves. Got enough problems of our own already. I'm sorry to hear that. Actually, what I'm saying is, we got enough problems of our own without you surface folk bringing all that nonsense down here. So, if you don't mind... Come on, Dust. We're obviously not wanted here. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Wait! That's enough, Popo. You ought to get back to your chores before I take out the spoon again. Sie hat doch den Holzlöffel schon draußen. Mama, I've seen them fight. They even got themselves a talking sword. I bet they could help. Oh Gott, jetzt werden Young wir. Young man, I don't care if their sword spouts rainbows and bowls of delicious baked beans. I don't want their help. Zum Glück. Stop saying that. Pa's gonna die if we don't do something. Oh, das klingt schlecht. Die? What's going on? Well, our healing wells have gone and run dry. And my pa's done gotten real sick. That's why I went out. To find some more of that water. I hate saying it, but it's true. See these mud pots lying around?
Normally they're bubbling to the brim with mineral water, but just a few weeks ago, they dried up to nothing. Ja, wie die Flüsse oben. But that still don't excuse you from putting yourself in danger like that. I may not be able to help your father, but I sure as heck ain't gonna lose you too. Mama. Ja. I wonder if those monster attacks on the surface could be related to your wells drying up. Oder sie sind gerade wegen der Austrocknung. I wouldn't be at all surprised. It's been a couple weeks since the water dried up, but every creature here is feeling the effects. I'll bet those creatures broke through to the surface looking for more water. Dachte ich mir auch schon. Maybe these two can go talk to the lady. Der Herrin? The lady? Oh, she's a sweet old soul. Lives deep in the caves, makes the waters flow. She doesn't show herself around here too often, and we can't actually go see her on account of all the nasties living between here and there. Okay. In that case, I'll go speak with this lady and see why she stops the flow of water. Ja. You do that? Wir müssen irgendwie aus dieser Höhle. This can't all just be a coincidence. The attacks on the surface, your wells drying up. I'm certain this lady must know something about what's going on. Well then, I had you folks pegged all wrong. If you aim to help my husband, I promise not to clock you with my wooden spoon of justice. Holzlöffel der Gerechtigkeit. Thanks. Das denke ich auch gerade. So, you're heading down to talk to the lady now? You'll help my pa? Ja, natürlich. We'll do our best, Bopo. Just don't go running off again. You got my word. Gut. Ei, ei, ei. Also. Oh, und sogar noch Questgeber. Was hast du denn, Kleine? Richard ist kein Kätzchen. What? Me? It's a flying cat! Okay. She's not a cat, little girl. She's a... I don't even know what she is. Okay. I'm not a cat, you dolt. I'm a Nimbat. Was, ein Ameisenbeutler? Is that what you're called? A Nimbat? Yes, hello. My name's Fidget. Maybe we've met? Can I hold it? I want it. Oh nein. Just do something! It's trying to grab me with its little child hands. Oh yeah. Don't worry, Fidget. Sorry, what's your name? Smobop. Smobop. Well, Smobop, I'm sorry, but as much as she might look like one, Fidget is not a toy. Hey! Arme Fidget. Oh, I want her. She talks. I'll trade you. Look, I've got this box thing. Oh, die Kiste. Hey, Dust, look. That must be Reed's box. Oh, ja. Tell you what. Next time I go to the surface, I'll see if I can find a suitable replacement. Then we'll trade. Phew. Good idea, Dust. You know, that shop in Aurora had some things. Maybe the shopkeeper could figure something out for us? Okay. Yeah, maybe you can make us some kind of fidget doll for her. After all, she's far too young to take care of a pet like you. Oh, wieder Fidget als Haustier bezeichnet. Yeah, way too much responsibility for... Hey! Und sogar einen Levelaufstieg dafür bekommen. Okay, Charakter. Jetzt machen wir mal Angriff für... So. Gut. Ist ja nicht so, als ob dieses Gebiet wieder riesengroß ist. Aber wir müssen jetzt wirklich mal einen Safe Point suchen. Ja, da oben wäre sogar einer. Oh, und hier ist mal wieder ein schwarzes Schaf gefangen. Ja, lass mich raten, wir müssen für irgendeinen alten Mann ein Schaf... die Schafe zusammentrommeln. Für irgendjemanden hier. Okay, hier ist wieder so ein Durchgang und da oben ist sogar ein Ausgang, merke ich gerade. Okay, dann gehen wir mal nach da oben und gucken, dass wir speichern. Denn dann mache ich heute für heute Schluss mit den Aufnahmen. Ich muss das ganze Zeug ja auch noch rendern. Okay, hier sind schon mal wieder Gegner.
Wow. Nein, ich wollte nicht runter abrutschen. Grappys Schaf sammeln, aber nein, das wollen wir noch gar nicht. Okay, wir haben einen Ausgang gefunden. Wo zur Hölle sind wir? Nein, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Fallen, Serum holen, verborgener Hain. Jihans Bauernhof. Nein, wir wollen erstmal zurück und Fidget schläft schon wieder. So, die können wir mit zwei Schlägen wegmachen. Und hier speichern. Spiel speichern, ja. Und doch mal wieder Zeit. Und dann gibt es wieder einen Cut. Bis bald.